Die Führerausweichstrecke. Als 1940 die Bahnstrecken der Reichsbahn zum Ziel britischer Luftangriffe wurden, verlegte man Sonderzüge von den Hauptstrecken auf Nebenstrecken. Tatsächlich fuhr hier der Führerzug mitsamt Insassen auf dieser Strecke. Die dichte Bewaldung und die vielen Tunnel waren ideal für diese Sonderzüge. Auch Göring war hier mit seinen Sonderzügen Asien und Asien 1 mehrfach unterwegs. Diese alte Bahnlinie führt durch eine traumhafte Landschaft. Das Viadukt wurde bereits 1895 errichtet und steht bis heute. Dieses Viadukt knarzt und knarrt bei Überfahrt von Zügen. Niemand kann sich erklären, warum sie diese Geräusche von sich gibt. Die Menschen in der Umgebung erzählen sich, dass sie mit jedem Geräusch das Leid über einen schrecklichen Krieg klagt. Heute ist dieser einst so wichtige Ort verlassen. Alle Hintergründe zu diesem Viadukt erfahrt ihr in meinem Long-Video.